Hi, da bin ich wieder, heute ohne Mikrofon, aber ich werde umso lauter reden, beziehungsweise schon beinahe schreien. Ich versuche so laut wie möglich zu sein. Ich habe hier zwei kleine nette Kartons und zwar einmal ersteigert beim Jens und Thorsten und einmal mit Dan getauscht gegen andere Figuren. Ein richtig cooler Tausch. Mein Paket ist noch unterwegs. Das steht genau da oben. Musste noch abgeschickt werden. Ich wollte noch ein bisschen was reinfüllen, aber es ist unterwegs bald. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich so für neue Figuren in meiner Sammlung habe, was ich dazu bekommen habe. Einmal hier Star Wars. Ich habe ja gesagt, ich brauche vier Stück davon, damit ich meine Turtles draufpacken kann. Ich habe jetzt mittlerweile vier Stück und Splinter bekommt auch einen. Schaut euch ihn an. Mega cool. Der Stecki kennt ihn. Ich habe ihn auch in 6 Inch. Ich finde ihn irgendwie mega klasse. Ich kann es gar nicht genau erklären. Als Kind hatte ich ihn nicht, aber ein Freund von mir, der hatte den gehabt und ich fand ihn schon immer faszinierend und mega cool. Und ja, 30 Jahre später, beziehungsweise 30 nicht, aber 20 Jahre später, schaut her, ich habe auch meine eigenen. Eine ganze Armee. Voll cool. Man kann hier durch die Bewegung. Mega cooles Teil, das werde ich ein bisschen umgestalten und Splinter, weil ich ja Turtle-Fan bin, da drauf positionieren. Das wird ein mega cooles Diorama und mit allem drum und dran. Ach, guck mal, das haben wir auch noch dabei, dass wir ihn steuern können. Cool. Das wird halt etwas länger dauern. Also mittlerweile bin ich schon Monate dran und ich denke, dass ich so ein Jahr ungefähr dazu brauchen werde. Dann habe ich hier noch einen ganz putzigen kleinen Baby Grogu, Baby Yoda, wie auch immer bekannt bei euch, von Star Wars bekommen. Ist der nicht putzig? Und er guckt mich mit seinen kleinen Glubschaugen an. Schaut euch das mal an, wie putzig. Richtig cool. Vielleicht lasse ich ihn sogar drin, aber ich glaube nicht. Ich bin Auspackerin. Ich packe hier alles aus. Wo geht denn der überhaupt auf? Aber vielleicht ist nicht gleich und nicht heute. Ich will euch dann noch den Rest zeigen. Aber der kommt auf jeden Fall raus. So, dann haben wir hier Verpackungsmaterial. Alles schön und gut verpackt. Gucken wir mal, dass wir nichts vergessen haben. Ja. So, das war einmal das eine Paket. Richtig putzig. So, jetzt kommen wir zum zweiten Paket. Jetzt zeige ich euch mal, was ich ersteigert habe. Und ihr werdet euch bestimmt fragen, wo sind die Turtles? Sonst sind immer Turtles dabei. Und jetzt geht's los mit meinen Turtles. Einmal Comics und zwar von den Turtles. Oh, muss man vorsichtig sein. Die sind schon ein bisschen älter. Vielleicht kann ich das mit Tesafilm mir noch ein bisschen retten. Die ganz alten Comics von den Turtles. Ich finde den Zeichenstil richtig cool, wie aus den Cartoons. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Richtig cool. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, welche Nummern ich davon habe. Kann ich gar nicht mehr so genau wiedergeben. Aber auf jeden Fall mag ich diese Comics und ich versuche sie so nach und nach zusammenzubekommen. Eine richtig coole Comicreihe ist halt sehr groß und auch schon ein bisschen älter. Ja, manchmal kriegt man die noch in gutem Zustand, manchmal nicht so. 3D-Mark damals. Ich habe jetzt, ich glaube, 1 € pro Comic gezahlt, das wären 2 D-Mark. Also die sind am Steigen im Wert. Ja, manchmal sind die ziemlich teuer und manchmal kriegt man die richtig gut. Sie hängt auch vom Zustand natürlich ab und so weiter. Und hier haben wir die Nummer 15. Da sehen wir schon Michelangelo. Ich liebe diesen Comic-Style hier. Schaut euch das mal an. Hier auch Leonardo und so. Richtig cool. Richtig toll gemacht. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Folien dafür. Auch hier Krang, schaut euch den mal an. Ja, das ist ein bisschen hellrosa, aber der sieht richtig cool aus. So, und dann haben wir hier das Free for Julia, Josh. Das sind nicht die Turtles, das sind die Glückspärchis. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die ersteigert habe. Dann ist es wohl ein Gratisgeschenk. Wir haben die kleinen putzigen Glückspärchis hier. Die kennt ihr bestimmt auch. Von wann sind die? Auch 3 D-Mark, so hat jede Zeitschrift damals oder Magazin 3 D-Mark gekostet. Kann mich gar nicht erinnern. Ist auch, da bin ich gerade auf die Welt gekommen. Da habe ich mir die Magazine noch nicht kaufen können, aber später natürlich auch Comics und so. Die Glücksbärchis so. Und jetzt aber
Die Turtles, die Nummer 8. Schaut euch das mal an. Richtig cool. Ich zeige euch schon mal hier. Vor allem die kräftigen Farben. Schaut euch mal die kräftigen Farben an. Also ich gucke mir diese Comics immer unheimlich gern an. Hier, die Turtles, alles schön bunt gestaltet. Richtig cool. Mir gefallen sie richtig gut. So, da haben wir jetzt ein bisschen Star Wars, ein bisschen Turtles. Jetzt geht's weiter. Ach Gott, ist die klein. Sie sah auf dem Bild so groß aus. Putzig. Da haben wir hier so eine kleine Turtle-Tasche. Ja, ach so, der Preis 8 Euro steht auch drin. Eine kleine Turtle-Tasche, die man hier so ein bisschen umhängen kann. Wahrscheinlich für ein Fahrrad damals gedacht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Nur eine Vermutung. Die ist so ein bisschen aus Plastik oder so. Mit dem Turtle-Motiv von Donatello. Richtig cool. Ob ich sie mir ans Fahrrad hänge, weiß ich nicht. Ich denke, wenn ich das Fahrrad abstelle, schnappt sich wahrscheinlich jemand hier diese coole Tasche. Aber wo könnte man die noch? Im Badezimmer vielleicht? Ich weiß nicht. Also für Turtles finde ich auf jeden Fall irgendwo noch einen Platz. Meine coole Turtle-Tasche. So, jetzt geht's aber weiter. Und zwar haben wir hier noch... Ach so, ja, genau. Da habe ich ein kleines Pony ersteigert. Das ist nicht für mich. Da wird sich jemand hier freuen heute. Ein kleines My Little Pony. Ja. Wobei, ich hatte die damals auch als Kind. Dabei waren die ein bisschen größer. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen. Zwei, drei Sachen haben wir noch. So, ihr könnt euch denken, wir haben hier einmal Donatello aus dem dritten Teil, dem Movie. Richtig cool. Unseren Donatello hier. Dann haben wir hier einmal einen weiteren Turtle, den auch Donatello, habe ich nur Donatellos hier ersteigert. Was war da los an meinem ganzen Tag? Und zwar mit dem Basketball, den hatte ich noch nicht. Könnt ihr euch schon vorstellen? Ich hatte diesen Turtle noch nicht. Mir fehlt jetzt noch der Ball, aber das ist jetzt kein Hexenwerk, da irgendwo einen Ball mal zu besorgen. Nur der Turtle, der sieht richtig cool aus, Donatello, als Basketball. Beziehungsweise wir können die ja auch mal rausholen, gell? Dann sehen wir das vielleicht auch besser. Die Zeit nehmen wir uns. Hier, schaut mal, Donatello, zack, da kriegt er hier den Basketball in die Hand und dann, zack, wirft er den. Richtig cool, Nummer 23, Turtle. Der sieht richtig toll aus. So. Hier auch. Bei meinem Donatello hat, ich glaube, das war hier die rechte Seite gefehlt. Hier diese lilane Abdeckung hier, die hat gefehlt. Aber jetzt habe ich ihn ja nochmal vollständig. Cool. Donatello, richtig cool. Also mir gefällt dieser Stil auch der Turtles zum der Movie. Im dritten Teil auch die Punkte und so finde ich alles mega cool. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Ja, wo ist die Öffnung? Hier. Das sind so eine Klebefolie irgendwie. Tada. Eine Star Wars Black Serie, die Rey. Ich habe sie zwar schon, aber wegen Baby 8 für mein Diorama habe ich mir gedacht, komm, bei 10 Euro nimmst du die mal mit. Die Figur an sich würde ich jetzt nicht nochmal brauchen. Ich weiß nicht, ob sie umgestaltet oder so. Aber Baby 8 da oben, ganz putzig und süß, den werde ich für ein Diorama, das ich mit den Turtles zusammen, ein Turtle-Diorama natürlich, umbaue. Ich bin schon ein bisschen dabei. So, ja, da seht ihr mal wieder eine bunte Mischung, wobei es sind nur Turtles und Star Wars, genau. Wie so oft, Turtles und Star Wars. Das Pony hier, das ist jetzt mal eine Ausnahme. Aber ansonsten Turtles und Star Wars 6 Inch auf jeden Fall. Mega cool. Ja, das sind meine neuen Funde. Die werden jetzt sauber gemacht und schön einsortiert. Und heute Abend werde ich mir dann die Comics mal ansehen. Mal schauen, welche Nummern mir vor allem noch fehlen. Das sind ja, das ist eine Riesenreihe, bis ich die mal voll habe.
Naja, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. So, cool. Das sind meine Figuren. Dann will ich sagen, bis zum nächsten Paket mit meinen neuen Funden. Bis dahin, bye bye.